Lichtblitze mit bis zu 40 kV im Sekundentakt. Damit kann das Team von Andreas Bittner Solarzellen und Batterien chemikalienfrei und ressourcenschonend recyceln. 40 Jahre nach dem ersten Boom der Solarindustrie ist das eine wichtige Aufgabe. Denn die Solarzellen von damals sind nun an ihrem Nutzungsende angekommen. Das Problem beim Recyceln: eine rein mechanische Zerkleinerung legt wertvolle Rohstoffe nur unzureichend frei. Also wir wären schon überglücklich gewesen, wenn es gelungen wäre, die Halbleiterschichten vollständig freizulegen. Aber wir haben es tatsächlich auch geschafft, die Halbleitermaterialien nicht nur freizulegen, sondern auch abzutrennen. Vollständig abzutrennen von der Polymerfolie und vom Glas. Und dies dann anschließend sehr einfach, chemikalienfrei, über einfache physikalische Verfahren abzutrennen. Dafür nutzt das Team um Andreas Bittner eine elektrohydraulische Fragmentierungsanlage der Firma Impulstec, die so auf der Welt bisher einzigartig ist. Solarzellen werden in ein Wasserbad gegeben. Zwischen zwei Elektroden wird ein Lichtblitz gezündet. Mit der so entstehenden Druckwelle kann die Fraunhofer Projektgruppe IWKS die Stoffe direkt an ihren Phasengrenzen auftrennen. Im Wasser setzen sich die wertvollen Stoffe dann binnen weniger Stunden ab und können wiederverwertet werden. Und das funktioniert nicht nur bei Solarzellen. Wir haben die Anwendungsmöglichkeiten des Batterierecyclings. Es gibt Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Verbundwerkstoffe. Da können wir beispielsweise hochwertige Carbonfasern rückgewinnen. Und auch ergibt sich ein breites Anwendungsspektrum im Bereich des Elektronikrecyclings. Da können wir zum Beispiel aus Platinen von Computern oder Handys Palladium oder Gold oder tantalhaltige Bauteile abtrennen und anschließend mit speziellen Aufbereitungsverfahren hocheffizient rückgewinnen. Eine echte Innovation im Bereich des Recyclings. Seit 3 Monaten ist das neue Verfahren zum Patent angemeldet. Auf den ersten Messen zeigte die Industrie bereits ein reges Interesse an dem Solarzellenrecycling 2.0.